Celine, die Reisebegleiterin. Also es ist jetzt ca. 19 Uhr. Ich bin jetzt startklar für heute Abend zu meinem Geburtstag nett mexikanisch essen zu gehen. Muss allerdings noch mal kurz ins Zimmer, wobei ich dann direkt eine Zimmerführung machen kann. Also, wir wollen. Hier ist übrigens die 7. Etage, die oberste Etage. Mit Absicht, diese Etage wurde gewählt, da hier der Blick und die Aussicht fantastisch ist, wie man gleich noch sehen wird. Dies ist das Doppelzimmer, wo man sich einen kurzen Einblick machen kann. Das Bett ist wirklich groß genug, ja. Umgeben von zwei schicken Nachtschränken, hier für Konferenzen, wenn Geschäftsleute ihre Schreibarbeiten erledigen wollen. Ein netter, interessanter Fernseher ist auch vorhanden. Und jetzt gehen wir zur Terrasse und da ist das ein herrlicher Ausblick auf Nacht. Am Abend finden hier Animationsveranstaltungen statt, Events, Gruppen, viel mit Gesang und Showgruppen, die auftreten. Noch einmal einen kurzen Blick nachts zum Meer. Meine Führung geht noch mal ganz kurz in das Bad und dann verlasse ich das Doppelzimmer bzw. die obere Etage, begebe mich dann nach ganz unten, wo das mexikanische Restaurant ist. Hier mal einen kurzen Blick in das Bad. Natürlich komfortmäßig auch mit Badewanne. Sollten Probleme auftauchen, hat man hier die Möglichkeit, direkt zur Rezeption zu telefonieren. Haarföhn ist auch vorhanden. Alles, was man so braucht. Ausreichende Schrankmöglichkeiten ebenfalls, die ich jetzt mal kurz präsentieren darf. Ist also genug Platz für seine Kleidung aus dem Koffer aufzuhängen, wobei ich das in den nächsten Tagen noch etwas ausführlicher tun werde. Hier nochmal ein Doppelschrank mit unten sogar große Mehlfächer. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass die Minibar, die sich hier befindet, ebenfalls in einem Schrankteil oder Sideboard genannt, jeden Tag komplett aufgefüllt wird. Ja, dann war das Hotel auch noch so freundlich und hat mir diese Kappe präsentiert, die ich doch nun auch mal netterweise aufsetzen möchte. Sieht doch ebenfalls schick aus, oder? Dies die Werbung für das Hotel. Hier, ebenfalls noch sehr, sehr wichtig, in den Zimmern jeweils ein Safe inbegriffen. Denn man sollte schon seine Wertsachen verschließen können. Ja, nun mache ich die Terrassentür dazu.
gesichert. Oh, das ist ja wunderschön. Da komme ich auf das Zimmer und habe noch eine wunderschöne Überraschung. Eine, ja, sehr leckeren, süßen, schmackhaften Rotwein. Dies habe ich als nettes Präsent zum Geburtstag heute vom Hotel erhalten und natürlich noch einen Glückwunschbrief, den ich dann mal ganz kurz vorlesen darf. Ich lese den Brief nun mal vor. Sehr geehrte Frau Klein, vielen Dank, dass Sie für Ihren Aufenthalt die IC-Hotels bevorzugt haben. Als IC-Hotels Santai, Family Ressort Familie, gratulieren wir Ihnen zum Geburtstag und wünschen Ihnen ein schönes Leben mit unvergesslichen Erinnerungen. Für Ihre Wünsche sind wir jederzeit für Sie da. Sie können uns unter der Nummer 468 erreichen. Es wird uns eine Freude sein, Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hause bereiten zu dürfen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Team von der Gästebetreuung. Und hier noch einmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Na, das nenne ich doch wirklich eine tolle Aufmerksamkeit vom Hotel und auch von der Gästebetreuung. Werde ich das Zimmer erstmal verlassen und nun mexikanisch essen gehen. Ja, also ich bin nun angekommen im mexikanischen Restaurant und die Seite bereiten gerade etwas vor. Noch? Ja, das ist meines Geburtstages. Sehr hübsch sieht das schon aus. Ich stehe also jetzt hier mitten am Pool von Icy von Diamond. Und am Pool ist auch das mexikanische Restaurant. Wenn ich mich gemütlich mal hinsetze und die Abendstimmung genieße, mir dann etwas Leckeres zu essen aussuchen. Kurz die Karte haben. Und nach dem Essen natürlich lecker das Dessert genießen. So, ich habe also jetzt schon mal die nette Vorspeise erhalten. Ja, kann auch mal gerne vorlesen, was ich jetzt essen werde. Lachsscheibe auf Avocado-Püree mit Knoblauch. Dann werde ich mir als warmes Zwischengericht aussuchen. Mexikanischer Salat mit Hähnchen. Der besteht aus grünem Salat der Saison, scharfer eingelegter Peperoni und Spezialitäten. Hauptgericht werde ich gehacktes Rindersteak, drei verschiedene Paprikasorten, traditionelle Soßen mit mexikanischem Reis essen. Und Dessert? Höchstwahrscheinlich Tarta di Frutta, warme Torte mit gemischten Obst und Vanilleeis. Ja, dann werde ich es mir jetzt mal durchmelden. Dies nun mal mexikanischer Salat mit Hähnchen.
Und das Hauptgericht wird dann schätzungsweise in 10 Minuten, 40 Stunden aufbauen. Ja, wie man sieht, bin ich hier fleißig am Essen. Ich hatte ja nun erstmal das Zwischengericht genossen, ja, wobei ich noch dabei bin. Und nun geht es zum Hauptgericht. Das ist dann diese Art, wo ich jetzt präsentieren kann. Das nennt sich Taco con Pollo, Hähnchenfilet, drei verschiedene Paprikasorten, Cheddar-Käse, fein geschnittener grüner Salat. Und nun lasse ich es mir weiter schmecken. Ja, also mittlerweile bin ich nach diesem sehr, sehr leckeren Essen nun am Dessert angelangt, ja, und werde nun meine Bananenscheibchen hier mit Blätterteig und Vanilleeis Dessert genießen. Und dann hoffe ich, es wird noch ein sehr hochinteressanter Abend. Ich werde mich dann an die Cocktailbar begeben, mal interessante Cocktails ausprobieren. Ja, und dann mal schauen, was der Abend noch so bringt.